Hi, Andreas hier von Gute Ukulele mit einem Video über die nagelneuen Rebel Ukulelen. Vielleicht ist der Name Rebel in Deutschland noch nicht so bekannt, aber die Ukulelen, die aus der Manufaktur kommen, die kennt der eine oder andere, nämlich die Upios. Die Rebel Company in Thailand baut für Koa Loa in Lizenz sozusagen die Upios. Und das sind Ukulelen, die bekanntermaßen super gut klingen für ein relativ schmales Geld. Und natürlich stellen die Jungs von Rebel auch Instrumente unter ihrem eigenen Label her, nur Ukulelen. Erstaunlicherweise heißt die Website rebelguitars, glaube ich, .com. Da ist nicht eine einzige Gitarre drauf. Nun gut, interessierte mich eh nicht so. Aber die Ukulelen, die kenne ich schon eine ganze Weile. Die habe ich schon vor 2, 3 Jahren auf Hawaii immer mal wieder bei Koa Loa irgendwo rumfliegen sehen, so 1, 2, 3 Stück. Einmal wollte ich sogar eine kaufen, die hat dann aber leider jemand aus von einem hawaiianischen Musikgeschäft 5 Minuten vor mir schon reserviert, bestellt, gekauft. Aber mir war der Name geläufig. Und im letzten Jahr auf der NAMM teilte sich Rebel mit Koa Loa den Stand. Und eigentlich war es schon soweit, ich wollte diese Instrumente bestellen. Wie das immer so ist, ne? Man hat viel zu tun. Dann war ich auf Hawaii und Koa Loa und Kanilea. Und es ist dann irgendwie leider versandet. Und vor ein paar Wochen rief mich ein Kumpel von mir an aus Hawaii über FaceTime und wir quatschten, so wie die Situation sei auf Hawaii, Lockdown. Und dann erzählte er in einem Nebensatz so ganz lapidar, er arbeitet jetzt für Rebel. Okay, das ist jetzt ein Zeichen, jetzt setzen wir uns hin, jetzt bestelle ich was. Und um mich herum stehen die neuen Rebel-Modelle aus Mango. Ich möchte gerne einen kleinen Überblick geben, wieso diese Modelle so verwirrend manchmal heißen, was es für Modelle gibt und vor allen Dingen natürlich, wie sie klingen. Grundsätzlich gibt es die Größen Sopran, Concert, Concert Longneck und Tenor. Es gibt sie in der Hochglanzlackierung wie hier und auch in einer matten Lackierung wie dieses Modell zum Beispiel, dann heißen sie Double Cream, nicht durcheinander kommen, Double Cream, ne? Double Cream Gloss, Hochglanz oder Double Cream Matt. Und dann gibt es die Creme Brûlée, auch das ist Mango, das ist immer Hochglanz und Creme Brûlée heißt einen Thin Body, wobei so thin, wie man sehen kann, ist der Body gar nicht, ne? Der ist ungefähr knapp über 1 Zentimeter schmaler als die Zarge bei dem großen Modell, was sich in der Haptik nicht besonders bemerkbar macht für den Arm. Im Sound, werden wir später sehen, finde ich schon, dass es sich bemerkbar macht. Ich habe diese 3 verschiedenen Modelle, also 2 Double Cream, Matt Hochglanz und eine Creme Brûlée in Sopran und auch ein Concert da. Die Concert Longneck gibt es momentan noch nicht in Matt. Da habe ich da halt die beiden verschiedenen Dicken der Zargen da. Und bei der Tenor gibt es noch keine Thin Body, dafür gibt es die Matte und die Hochglanz. Und das sind diese 10 Instrumente, die hier um mich herum liegen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Vom Aufbau der Ukulele erinnert sie mich sehr stark natürlich an die Upio. Also man kann schon sagen, diese Rebels sind von den Koa Loas beeinflusst, aber sie haben sehr, sehr eigenständige Merkmale. Angefangen vom, natürlich erstmal vom Holz. Ne? Die Upios sind immer Akazie und das ist Mango. Aber was viel wichtiger ist, die Beleistung innen ist komplett anders als bei der Upio oder bei der Koa Loa. Das heißt, der Sound, den wir erwarten, wird auch anders sein. Und natürlich gibt es die Upios nicht in Hochglanz, großer Unterschied. Und es gibt sie auch nicht mit dem Goto UPT. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Unterschied zu den Upios, die ja mit direkten Mechaniken kommen, jedenfalls die Modelle Sopran, Sopran Longneck und Concert. Bei den Rebels ist es so, dass jedes Modell mit den Goto UPT ausgestattet sind. Die sehen aus wie direkte Mechaniken, wer sie nicht kennt, aber sie haben hier in diesem kleinen Gehäuschen eine Übersetzung von 1 zu 4, das ist großartig, wenn man die extra kaufen würde. Diese 4 Mechaniken kosten schon 100 Euro. Also das sind sehr hochwertige Mechaniken, die den sehr hochwertigen Eindruck von der Ukulele unterstreichen. Das Griffbrett ist Ebenholz, die Bridge ist Ebenholz, der Hals ist aus einem Holz namens Marango, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Dann haben die kleineren Modelle bis hin zur Concert haben ein Mango-Furnier. Concert Longneck und Tenor haben hier oben ein Ebenholzfurnier. Also wirklich alles vom Feinsten. Lackierung ist 1A und die Hölzer sprechen für sich. Das sieht man ja auf den Fotos auf meiner Webseite.
Was auch noch besonders ist, die haben sehr bunte Gigbags. Das kann man, da kann man geteilter Meinung sein, wie man dieses Design findet. Hier diesen blauen Grundton, das sind die Gigbags, die mit der Concert und mit der Sopran kommen. Die Concert Longneck hat dieses Grau als Grundton und auch diese schönen bunten Applikationen. Und die Tenor hat eine schwarze Grundfarbe. Und das Besondere bei diesen Gigbags ist, dass wir hier innen, mal kurz zeigen, hier ist dieses Klettband, um den Hals zu fixieren. Hier ist ein Polster für den Hals und das ist sehr clever gemacht. Hier drin gibt es ein kleines Fach, wo jetzt erstmal der Gurt für das Gigbag drin ist, dass man es auch über der Schulter tragen kann. Was dann aber natürlich auch super ist, um Saiten reinzutun, um Tuner reinzupacken. Ne? Und dann ist der Tuner auch wirklich gut geschützt, auch durch dieses Polster. Also das ist mal ein durchdachtes Gigbag, solider Reißverschluss, alles in Ordnung. Design ist Geschmackssache. So, das war die Theorie. Und jetzt fange ich an, diese Ukulelen in gewohnter Weise hintereinander zu spielen, damit ihr das schön vergleichen könnt. Ihr werdet gehört haben, die Tenors kommen wie bei Kualoa mit einer tiefen G-Seite. Thank you.
Wie bei Koaloa haben die Sopran nur 12 Bünde, deswegen konnte ich die Tonleiter, die Sechsten in A-Dur, nicht bis ganz nach oben spielen, aber am Ende das ein bisschen verkürzen müssen. Das waren die ersten Töne auf den Rebel Mango Ukulelen. Was man auf dem Video nicht rüberbringen kann, ist, wie leicht sich die Instrumente spielen. Also das Setup ist wirklich mauerflach, das sind Fluorcarbon-Saiten, das spielt sich von selbst. Natürlich ist das auch, wenn man jetzt sehr kräftig strummt, dann kann es passieren, dass mit diesem Setup natürlich dann und wann was schnarrt. Wer also ein mächtiger Strummer ist, der sollte vor dem Kauf Bescheid sagen, dann würde ich die Saitenlage ein bisschen erhöhen, aber wer ganz normal spielt, so wie ich, und wer auch viel Fingerstyle spielt, der wird diese Saitenlage und diese Saiten und diese Bespielbarkeit lieben. Ja, ich finde, es ist ein toller Wurf. Sie haben Ähnlichkeiten mit den Opios, aber sie sind eigenständig genug und unterscheiden sich in diversen Sachen, Tuner, Hochglanzlackierung, das Wichtigste, Sound, Holz, Look und vor allen Dingen Sound. Und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass ich die Rebels jetzt auch nach Deutschland importiere.